Wir gehen jetzt einfach mal vor zu den Geräten und schauen uns die ein bisschen an, okay? So, hier haben wir sie nämlich auch schon. Und man sieht es, es ist schon ein ordentlicher Größenunterschied. Das hier ist jetzt noch aus. Jetzt ist es an. Und ich habe sie vorhin schon kurz in der Hand gehabt. Ich muss sagen, im Vorfeld dachte ich ja, das Große ist es eigentlich. Weil es hat halt auch einfach ein bisschen besseren Specs. Wenn ich die allerdings beide so in der Hand halte, muss ich ganz ehrlich sagen, das Kleine fühlt sich doch deutlich wertvoller an. Das ist auch nochmal eine Ecke dünner und eine ganze Ecke leichter. Und ich könnte mir vorstellen, dass so Apple-User eigentlich eher dieses Gerät hier bevorzugen werden. Apple-User sind ja im Prinzip eh erstmal die 4-Zoll-Geräte gewöhnt und wurden da von Steve Jobs ja auch darauf konditioniert, dass alles über 4 Zoll völlig sinnlos und sinnfrei sei. Jetzt hat Apple natürlich nachgezogen und trotzdem so große Geräte rausgebracht. Aber gut, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal einfach mal ein bisschen um das Gerät rum. Hier unten der Fingerabdrucksensor sieht im Prinzip aus wie immer. Ich drehe das Ganze hier mal um. Hier haben wir natürlich die kleine Sicherung. Die Rückseite ist schon echt wunderschön. Und irgendwas haben sich hier mit diesem Apple-Symbol auch verändert. Das ist jetzt irgendwie wie, ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Super. Die Kamera, wie wir es dachten, steht ganz leicht raus. Der Doppel-LED-Blitz wurde jetzt rund gemacht. Jetzt schauen wir uns nochmal im Vergleich die Kamera vom Großen an. Ist auch minimal größer. Auch kein Wunder, hier muss nämlich noch ein optischer Bildstabilisator rein, der beim Kleinen etwas wegreduziert wurde. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir haben bei dem Großen hier das iPhone 6 und bei dem Kleinen das iPhone 6 Minus. Denn tatsächlich, eigentlich, ich sag, fehlen ein paar Specs. Und ich gucke jetzt mal nach der Auflösung. Also, ich bin da ja auch objektiv und versuche ich zumindest immer und sage es ganz ehrlich, das Kleine schaut eigentlich nicht wirklich unschärfer aus als das Große. Wobei das Kleine ein deutlich geringer auflösendes Display hat. Das Große ist ein Full-HD-Display, das Kleine nicht. Gut, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen um die Seite rum. Hier, ein Ausknopf ist an die Seite gewandert, wie wir das ja eigentlich auch schon wussten. Und auf der anderen Seite haben wir die Lautstärke-Wippe. Wie immer bei Apple alles sehr hübsch verarbeitet und wieder einen kleinen Taster, um hier schnell lautlos zu machen. Also insgesamt finde ich jetzt natürlich echt super schade, dass wir hier überhaupt gar nicht an solche Geräte kommen. Aber macht auch nichts, weil jetzt hatten wir sie kurz in der Hand und ich muss sagen, gefällt mir soweit echt gut.